guten Morgen vom sonnigen Maschsee in Hannover. Wir sind hier mit Bezirksbürgermeister Henning Hoffmann und dem Indiens-Geschäftsführer David Sulkowski. Und die beiden wollen gleich eine ganz verrückte Wette einlösen. Verratet ihr uns ganz kurz, was ihr vorhabt und warum ihr gleich in den Maschsee springen wollt? Nun, ist ganz klar, wir haben gewettet, dass der Fährteturm am letzten Sonntag voll wird. Es hat ganz knapp nicht geklappt, aber 8-1, das ist eine klare Ansage und deswegen springen wir heute in den Maschsee. Ja, die Wette war ja eigentlich zweiteilig. Einmal hieß es ja, den Stadion voll machen. Und die zweite Sache war ja, dass der Turm bebt. Und die hat natürlich geklappt oder sozusagen die Wette wurde sozusagen erfüllt. Der Pferdeturm hat gebebt und es war eine faszinierende Stimmung. Und jeder, der da gewesen ist, ich glaube, der kann sich heute noch dran erinnern. Und dieses fabulose 8-1, muss ich sagen, das haben wir uns gesagt, das wollen wir belohnen und wollen unsere Wette hiermit einlösen. Genau. Das Wetter ist ja ganz fantastisch. Das Wasser wird wahrscheinlich nicht ganz so warm sein, sondern eher ein bisschen wie das Eis am Pferdeturm. Wie habt ihr euch vorbereitet? Wart ihr eiskalt duschen die ganze Woche? Habt ihr eine Badewanne voller Eiswürfel gehabt? Oder einfach Augen zu und durch? Genau wie unsere Männer auf dem Eis, da sind wir harte Kerle. Also von daher gleich geht's rein. Alles ja, klar. Das ist der Punkt. Jungs, viel Erfolg und viel Spaß. Ja, danke. So, dann würde ich sagen. Stopp. Die Wette gilt. Okay. Und. Ja! Oh, oh. Oh, was ist das? Oh. Hui! Hui, ist das kalt. Sagt es uns, wie fühlt es sich an? Ist gut? Oh, ja, ist das frisch. Oh. Ja, gut. Es fühlt sich gut an. Und. Ja, verdammte Achse. Das ist kalt. Ja, stehen kann man hier fast. Und. Ich glaube, mir frieren die Füße ab. Aber, ja, ich würde sagen, langsam sollte man es rausbewegen. Ja, dann schwimmt er jetzt mal. Kommt er hier raus oder wollt er da rüber schwimmen? Warte, Henning, helfen dir. Ja, echt Indianer helfen sich, ne? Hi! Mensch, war das kalte. Und gleich das Helfen vor Ort, wie fühlt es sich an? Oh, jetzt bin ich frisch, jetzt bin ich wach, hellwach bin ich jetzt, muss ich sagen. Verdammte Axt, ist das kalt hier. Wie war es, Henning? Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht? Ja. Aber jetzt kann man auch schnell ins Warme, oder? Na klar. Ja, klar. Ja, aber ich finde, muss sagen, ist, ja, die Wette haben wir eingelöst. Und ja, es hat viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, für unseren Jana gerne. Ja, kann man wieder öfter machen? Du hast gesagt, du bist jetzt wach. Oh, ich würde es jemandem voran empfehlen. Wer nochmal wach werden möchte, Sprung in den Maschsee. Dreckig ist er auch nicht, muss ich sagen. Gute Qualität. Herrgott, zack, Mann. Was meint er, wie viel Grad waren das jetzt? Ja, ich würde so sagen um die 7, 8 Grad, glaube genau. Ich. Ja, wer weiß es nicht. Und der Anzug hat nicht geholfen. Ja, ihr wolltet ja eigentlich noch eine Runde schwimmen. Das habt ihr euch jetzt anders überlegt. Warum? Ja, ein Teil war ja, wir wollten ja einmal ausverkauft und wir wollten natürlich einmal, natürlich, dass die Stimmung bebt. Die Stimmung war fantastisch, die hat gebebt, ausverkauft war nicht, deswegen haben wir nur den Sprung ins Wasser. Falls wir doch nochmal, glaube ich, irgendwann mal ausverkauftes Haus haben sollten, überlegen uns, dass wir uns wiederholen. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann ohne Neopren, ne? Das Ganze dann auch bei einer Niederlage und trotzdem zur Stimmung gemacht? Ja, die Wette war ja ausverkauft. Hinaus. Also die Stimmung war geil. 8-1, super. Deswegen war es ganz klar, wir machen es. Tschakka. Nochmal ganz kurz hier fürs Mikro, was war, wieso kriegen Sie jetzt nicht aus? Ja, nee, für uns war es wichtig. Wir haben ja eine Wette, sozusagen, ich glaube, die Wette gilt, haben wir ausgerufen. Es ging darum, ausverkauftes Stadion und das Stadion zum Beben zu bringen. Und die Zuschauer, die einfach gekommen sind, die haben eine fantastische Stimmung erzeugt. Und ich denke mal, das ist auch als siebter Mann, das sind die dort vor Ort gewesen. Und das hat einfach, ich glaube, alle motiviert, die ganze Mannschaft angetrieben. Und das war, glaube ich, das Besondere, diese Stimmung dort am Pferdeturm. Und deswegen haben wir gesagt, wir stehen zu unserer Wette, alles, was wir ausgerufen haben. Das war eine Ehrensache, dass wir ins Wasser reinspringen. Super. Habt ihr Handtücher dabei? Ja, klar, haben wir. Könnt ihr beide nochmal abklatschen? Nehmen wir die Hand auch ein bisschen aufs Gesicht. Genau, so. Ja. Gut, danke. Und einmal zu mir schauen dabei. Ja, perfekt. Super.
auch mal reinspringen? Ja. Das tatsächlich ganz gerne nochmal. Beziehungsweise ich brauche mal so 3 Meter Schwimmen. 3 Züge und das war's. Oh. Ja. Ja, ich mache insgesamt 3 Züge im Film und das waren jetzt 5. Ja, Ja, super. Stark. Oh.